Und da sind wir wieder. Wir wollen ja uns ja noch den letzten goldenen Stein aus dem Vogelkäfig holen mit Billy und mal gucken, ob ich das jetzt hinkrieg. Warum nicht? Jetzt bin ich doch wirklich durchgeflogen und trotzdem hat er mir den Ring nicht gewertet und den anderen auch nicht. Kann ich mit Billy die Höhe steuern? Nee, kann ich nicht. Ja, das wird jetzt hier gerade nichts. Ich habe jetzt gerade mal ausprobiert. Da habe ich jetzt zwei verpasst. Nochmal. Vielleicht muss ich das doch mit dem Pteranodon machen. Jetzt hat's geklappt. Okay, warum auch immer. Jetzt muss ich nur schauen, dass ich die anderen nicht vergeig. Fünf. Sechs. Sieben. Nein! Jetzt hat's den siebten nicht genommen. Ach Mann! Warum denn? Ach, ist das blöd. Okay, ich habe das jetzt gerade ein bisschen anders gemacht. Ich steuere das nämlich jetzt auch mit dem rechten Analogstick, der normalerweise für die Kameraperspektive ist. Jetzt aber komm schon, komm schon. Ja! Oh, geil! Und wir haben die 2 Millionen. Na, 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 na. Und 51,7%. Juhu. Das mit dem Prozent wird noch richtig hochgehen, wenn wir dann erstmal die ganzen Charaktere shoppen gehen. Dann geht das nämlich richtig schnell, hoffe ich jedenfalls. Ja, Vogelkäfig erledigt. Alle roten Steine, wir haben das Rennen, wir haben da schon mal irgendwo ein Foto gemacht, wo auch immer. Alle goldenen Steine, keine Dinos zu heilen, keine Arbeiter in Gefahr, die wir retten müssen. Alles durch. Sehr schön. So, und jetzt das erste, das nächste, was wir jetzt machen, wir verlassen die Isla Sorna. Und begeben uns auf die Isla Nublar ins Besucherzentrum und kaufen uns diesen scheißroten Vierfachmultiplikator. Komme, was da wolle. Ja, den lasse ich mir jetzt nicht nehmen. Den will ich jetzt. Damit wir dann jetzt ordentlich Stats kriegen in der nächsten Zeit. Kann ich da jetzt vielleicht mal das anwählen? Danke. So, jetzt haben wir gleich wieder einen schönen langen Ladebildschirm, aber meine Laune ist ganz weit oben, weil wir endlich die 2 Millionen geschafft haben. Jetzt brauche ich euch damit nicht mehr auf den Keks gehen. So, war jetzt ein sehr geiler Teil des Open-World-Modus. Dieser Vogelkäfig, der hat mir sehr gut gefallen. Blöd zu steuern, man gewöhnt sich aber dran. Also, wenn das ganze Spiel so gehen würde, hätte ich mich ja auch dran gewöhnt und das hätte, glaube ich, ganz gut funktioniert. War eine schöne Idee, mit dem Pteranodon durch den Vogelkäfig zu fliegen. Ich glaube, die Musik ist gerade sehr laut oder ich schreie euch gerade richtig an. Und ja, ich finde, oh, das läuft gerade richtig gut. Es ist so toll. Nein, ich glaube nicht, dass wir Isla Sorna in dieser Folge abschließen können, weil die linke Hälfte von Jurassic Park 3, da war ja noch gar nichts erforscht. Da haben wir schon noch ein bisschen was. Und Jurassic World, da brauchen wir auch noch jede Menge. Und ja, ihr wartet immer noch auf die Folgen mit Alex, nehme ich an. Es sei denn, ich habe sie doch irgendwo dazwischen hochgeladen. Ich glaube es aber fast nicht. Ich denke, dass ich das jetzt doch reihenfolgentechnisch anders mache. Und ja, so, jetzt gehen wir erstmal den roten Stein einkaufen. Und dann gucken wir gleich mal, was wir noch für rote Steine haben, auch wenn wir uns die jetzt noch nicht leisten können. Weil unser ganzes Guthaben wird jetzt für diesen einen draufgehen. Aber das lohnt sich, das garantiere ich euch. Da. Ja, wir haben ihn, wir haben ihn. Jetzt haben wir noch 64 Millionen. Wir haben schon den Sechsfach, den Achtfach. Die können wir schon kaufen, sobald wir das Geld haben. Und es wird wesentlich schneller gehen, als jetzt die 2 Millionen zu knacken. Den rote Steine-Detektor, den können wir uns fast schenken. Goldene Steine, Bern. Wir haben schon so richtig. Stats anziehen. Oh, das hätte ich noch gerne. 100.000. 100.000 gehen relativ schnell. Vor allem mit dem Multiplikator. Werdet ihr mal sehen. Ich schau mal, vielleicht kriege ich die jetzt auf die Schnelle. Ich muss jetzt gerade mal gucken. Jetzt nicht, dass ich. Oh, ich bin so doof. Ey, oh nein. Nein, oder? Ich bin so blöd. Ich muss doch die auch aktivieren. Ich hatte die ganze Zeit einen Zweifachmultiplikator und hatte ihn nicht aktiviert. Ich bin so dämlich. Wir wären viel schneller gewesen mit den 2 Millionen.
Aber ja, es tut mir leid. Es ist jetzt nicht so schlimm, weil, ja, doch, es ist schlimm. Wir hätten jetzt 2 Millionen mehr auf dem Konto. Aber es ist deshalb nicht so schlimm, weil in dem Moment, wo wir die Multiplikatoren haben, macht es keinen großen Unterschied mehr. Ich mache jetzt schnell die 100.000 voll. Ihr seht schon, das geht jetzt gleich richtig schnell. Und hol mir noch den Stabmagneten. Weil den möchte ich unbedingt haben, weil dann brauchen wir nicht immer den ganzen Stats so nachzulaufen. Dann geht es wesentlich schneller. Und ihr seht schon, ja, wir sind jetzt schon bei 81, 82.000. Das geht jetzt richtig schnell hier. Ach, oh, ist mir das jetzt peinlich. Ich hätte das euch jetzt gar nicht sagen sollen. Ich hätte einfach offscreen das schnell aktivieren sollen und so tun sollen, als wäre nichts gewesen. Aber nicht. Ich weiß das eigentlich. Ich kenne ja das Prinzip. Ich weiß, dass man die erst noch aktivieren muss im Menü unter Extras. Ich habe einfach nicht dran gedacht beim letzten Multiplikator. Okay, wir haben unsere 100.000. Wie gesagt, das ging jetzt ganz schnell. Nix wie rein und noch den Stud-Magneten holen. Den möchte ich noch. Alles andere hat Zeit. Sobald wir die vier. Halt, da geht's nicht rein. Sobald wir die 4 Millionen haben, holen wir uns natürlich den nächsten Multiplikator. Aber das, der ist jetzt nicht so eilig. Wir haben jetzt auf jeden Fall so viel, dass das jetzt relativ schnell geht. Okay, Stats anziehen. So, den wollte ich noch. Jetzt schaue ich nochmal schnell. Die Detektoren, die kosten jeweils 200.000. 4 Millionen und 3 Millionen. Also 7 Millionen. Also einmal 3 Millionen, einmal 4 Millionen brauchen wir noch. Und dann kriegen wir neue Multiplikatoren. Sechsfach und achtfach. Dann scheppert es dann so richtig. Aber darauf werde ich es jetzt nicht so anlegen. Weil das dann jetzt wesentlich schneller geht. Wir haben ja jetzt schon den Zweifach und den Vierfach. Und jetzt habe ich so oft erwähnt, dass es euch eh schon zum Hals raushängt. Wir gehen jetzt wieder zurück auf die Isla Sorna. Zu Jurassic Park 3. Da haben wir noch einiges vor uns. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte heranzoomen, genau. Und wir schauen mal. Eric's Versteck, ja genau, da haben wir fertig. Da unten geht es jetzt weiter. Da muss ich tatsächlich durch Eric's Versteck durch, um dahin zu kommen. Und hier haben wir noch ein Bonuslevel. Flucht vor den Velociraptoren. Das spiele ich noch schnell. Du möchtest etwas Neues, wie? Wenn Ich wir Glück hätte haben, nichts landen gern. wir dann nämlich auch genau dort. Dann sparen wir uns ein bisschen Weg. Und da kriegen wir jetzt mit Sicherheit den wahren Überlebenden, hoffe ich jedenfalls. Weil, also, mit achtfach sollte das auf jeden Fall hinhauen. Ja, es ärgert mich jetzt immer noch. Ich baue so viel Mist, echt wahr. Wenn ich alleine für mich spiele, bin ich nicht so unkonzentriert, ehrlich. Dann sabbel ich ja auch nicht die ganze Zeit vor mich hin, sondern überlege mir ganz genau, was ich tue. Ich lasse mir auch ein bisschen mehr Zeit in mancher Hinsicht. Komme aber effektiv schneller voran, weil ich nicht so viele Fehler mache. Und da bin ich. Okay, ich musste gerade mal gucken, wo ich. Seht ihr, wie unsere Stat-Anzeige jetzt schon hochgeht? Ich habe gleich schon den wahren Überlebenden. Tada, da ist er. Das habe ich gemeint. Das geht jetzt richtig, richtig schnell. Wir steuern die Kompis. Ich glaube, dieses Bonuslevel habe ich schon mal gespielt. Ich kann mich da, glaube ich, dunkel dran erinnern, dass ich hier schon mal mit Kompis lang gerannt bin und den Weg nicht gefunden habe. Ich kann hier überhaupt nicht viel machen. Ich sehe überhaupt nichts. So. Müsste auch gleich zu Ende sein. Die Bonuslevel gehen wirklich sehr, sehr schnell. Ich suche den Ausgang. Ich glaube, jetzt habe ich es gleich. Ja, genau. Ist schon abgeschlossen. Oh, das würde ich so gerne beschleunigen, aber das geht irgendwie nicht. Da haben wir schon gleich wieder 100.000 geholt. Also. Ja, das war jetzt klar. Also, die wahren Überlebenden, die müssen wir auch in dem Bonuslevel noch schaffen. Aber. Es geht gut voran. Zur Insel zurück. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Lande ich jetzt bei dem Bonuslevel? Hier oben steht schon mal Islas. Oh, Entschuldigung, ich habe jetzt ein paar Mal gegen das Mikro gehauen. Tatsächlich. Genau da wollte ich hin. Hervorragend. Wo bin ich denn jetzt? Oh, ich werde von Kompis angegriffen. 1 von 10. Oh je.
Wir landen mitten in der nächsten goldenen Stein-Herausforderung. Sollte kein großes Problem sein. 3 brauche ich noch. Ich muss den Stadtmagneten noch aktivieren, fällt mir ein. Ich bin doch doof. Da ist der goldene Stein. So. Stadtmagneten aktivieren. Ey, da muss ich wirklich dran denken, dass ich das immer mache. Zum Kaufen verfügbar gespeichert. Da sehe ich halt auch immer, was ich schon... hier. Was ich schon alles habe. Ich habe gerade eine Errungenschaft freigeschaltet, das Prinzip der Attraktion. Da gibt es ja den schönen Satz von Ian Malcolm im ersten Teil. Da sagt er im Hubschrauber, Dr. Sadler, ich weigere mich zu glauben, dass Ihnen das Prinzip der Attraktion nicht bekannt ist. Ich habe am Anfang, ich meine, da war ich, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wie alt ich war, als der Film rauskam. Ich habe es schon wieder vergessen, 15, 16 oder so in dem Dreh. Da habe ich halt immer gedacht, er meinte damit das Prinzip der Attraktion, also des Parks. Was ist die Attraktion in diesem Park? Er weigert sich zu glauben, dass Dr. Sadler davon keine Ahnung hat. Aber ich glaube, das ist in dem Fall gar nicht gemeint. Gemeint ist tatsächlich das Prinzip der Attraktion. Ja, jetzt fragt ihr euch, was will sie jetzt eigentlich? Ja, ich brauche einen Velociraptor. Die Attraktion... Ich kann euch das nicht richtig erklären, weil ich das jetzt nicht mehr weiß. Ich bin zu lange raus aus der Geschichte. Aber die Attraktion hat was mit der Chaos-Theorie zu tun. Und das erkennt man daran, dass Dr. Malcolm, bevor er diesen Satz gesagt hat, sagte er, merkwürdige Attraktoren. Attraktoren sind tatsächlich Bestandteile der Chaos-Theorie. Und die sehen, glaube ich, aus wie so ein Donut, grafisch dargestellt. Das ist also eine mathematische Darstellungsweise. Und ich möchte mich da jetzt nicht verzetteln und euch irgendeinen Scheiß erzählen. Damals wusste ich, was das alles bedeutet, aber als ich dieses Fachreferat gehalten habe, aber jetzt eben nicht mehr. Aber merkwürdige Attraktoren und das Prinzip der Attraktion sind eben Bestandteile der Chaos-Theorie. Ja. Das wollte ich nochmal kurz klug geschissen haben. Wie bin ich jetzt da drauf gekommen? Ach ja, durch die Errungenschaft, genau. Hier haben wir ein E von Ingen abgeschossen. Muss ich da jetzt irgendwo ein Ingen-Schild zusammenbauen oder so? Hier vielleicht? Ja, hier. Ich muss das Ingen-Schild zusammenbauen. Okay. Das sollte machbar sein. Hier haben wir eine Raptorenspur und da hinten kann Barry etwas anschießen. Achso, wir haben ja schon einen Raptor. Dann nehmen wir den doch gleich. Das ist jetzt wieder eine längere Geschichte, weil das sind ein paar mehr Buchstaben, die wir da brauchen. Da. Ich weiß jetzt gar nicht, welchen Kino habe ich jetzt gerade. Delta oder Charlie oder Echo? Ich glaube fast... Ja, Schnüffel halt. Irgendwie will sie gerade nicht. Ich guck mal kurz, wen wir da haben. Ich möchte mit meinem Raptor reden. Und dazu muss ich wissen, wie er heißt. Echo, okay. Okay, Echo, würdest du mal bitte die Wolke richtig erschnüffeln? Will sie gerade nicht jetzt. Okay. Jetzt buddelt sie. Ein G. Sie buddelt ein G. Ja, sehr schön. Zwei von 3. Ich brauche nur 3. Dann brauche ich wahrscheinlich nur das Gen von InGen, schätze ich mal. Dann dauert es doch nicht so lange. Ein goldener Stein, okay. Sehr schön. Und wo ist jetzt das N? Da hinten war ich schon, da war auch ein goldener Stein. Wo kriege ich jetzt den dritten Buchstaben her? Ist der da drin vielleicht? Gib mir ein Kreischweib. Irgendeins. Lex. Oh, da können wir gleich eine Gleichung lösen. Was haben wir hier? Wen brauchen wir da? Nick Van Owen oder irgend sowas? Ja.
Ich könnte ja auch einfach Nick sagen, ja? Aber wenn ich immer den Nachnamen dazu sage, dann merke ich sie mir grundsätzlich auch besser. Wobei, so inzwischen kriege ich sie einigermaßen hin. Da ist das N. Aber ich habe gesehen, also die Gleichung, die lösen wir auch gleich noch. Jetzt bringe ich erstmal den Buchstaben weg hier. Oh. Okay, ich habe nur die mittleren drei gebraucht. Das ist jetzt auch etwas seltsam gerade. Warum nicht alle fünf? Aber gut. Dr. Malcolm. Da muss ich jetzt wieder genau aufpassen. Das sieht man immer so schlecht. Oh, jetzt habe ich den dritten habe ich jetzt nicht gesehen gehabt. Nochmal. Ah, okay. Jetzt habe ich ihn. Und noch ein goldener Stein. Oh, wie herrlich. 169 haben wir schon von 275. Okay, was sagt denn meine Karte? Was brauchen wir hier noch? Den Infopunkt vor allem. Sonst wissen wir nämlich gar nichts. Okay, wo ist er denn? Der ist doch hier irgendwo. Da draußen wahrscheinlich. Da ist er. So, jetzt sehen wir auch, was uns hier noch fehlt. Also, nichts! Wir haben alles! Oh, herrlich! Herrlich! Bonuslevel haben wir auch. Dann geht's gleich weiter zum nächsten Infopunkt. Der ist hier oben. Zwei brauchen wir noch. Muss ich da jetzt runter oder? Ja, muss ich. Ja, also ich lege es jetzt nicht mehr so extrem auf die Stats an. Ich brauche natürlich schon noch einige, um die anderen Multiplikatoren zu holen. Aber das geht sehr viel schneller, als ihr denkt. Also ich habe jetzt schon wieder über eine Viertelmillion zusammen. 3 Millionen brauchen wir für den nächsten. Und wenn wir den dann haben, dann brauchen wir uns wirklich gar keine Sorgen mehr zu machen. Brauchen wir aber im Prinzip jetzt schon nicht. Ja, das klappt schon alles. Keine Sorge. Wir brauchen noch jede Menge Geld für die ganzen Fahrzeuge, für die Charaktere, für die roten Steine. Aber, und ich glaube, es gibt bestimmt auch wieder irgendeine Errungenschaft, wo man 1 Milliarde braucht oder sowas. Das ist aber alles machbar. Also, die Errungenschaft, die würde ich euch wahrscheinlich auch vorenthalten. Die hat nichts mit den 100% zu tun. Das ist dann einfach nur für meine Statistik. Die werde ich mal irgendwann offscreen holen, denke ich. Weil dann renne ich einfach nur ein paar Stunden sinnlos rum und zerdepper Sachen, damit ich Stats bekomme. Noch ein Stückchen geradeaus und dann auf der rechten Seite. Da ist dann unser Infopunkt. Da, ich sehe ihn, glaube ich, schon. Genau. So, da fehlt uns ein goldener Stein und ein Arbeiter in Gefahr. Ne, 3 goldene Steine. Und ein Arbeiter in Gefahr. Wo sind denn die anderen zwei? Die sehe ich da gerade gar nicht. Die finden wir schon. Da mache ich mir mal keine Sorgen. Das ist ein normales Level. Oh, was haben wir denn da? Ein Eierrätsel oder was? Was muss ich denn da machen? Er zuckt die Achseln. Ich brauche einen Dino dafür. Ich nehme mal den Raptor. Vielleicht kann der was machen. Nee, der Raptor kann nichts machen. Sehr merkwürdig. Oder ich muss... Ah, wahrscheinlich muss ich die Eier finden. Okay. Ja. Kann eigentlich der Raptor, der ja eine Kralle hat... Ja, der kann die auch kaputt machen. Okay, schön. Dann kann der das doch bestimmt auch kaputt machen. Ja, nicht so wirklich. Okay, dann nehmen wir eben Dr. Grant. Oder irgendwie, oder, also Dr. Grant oder Owen Grady. Der kann ja auch solche Sachen zersäbeln. Der hat ja ein Messer. Wir nehmen jetzt Dr. Grant. Oh.
Oh. Der hatte gar nicht um Hilfe geschrien. So, aber was hat das jetzt mit diesen Eiern auf sich? Da bin ich noch so ein bisschen... Stehe ich noch so ein bisschen auf der Leitung gerade. Und vor allem... Also ihr seht jetzt schon, dieser Stud-Magnet, der bringt richtig viel. Weil ich einfach nur in die Nähe laufen muss und schon werden die ganzen Stats eingesammelt. Und ich weiß, ich laufe gerade in die falsche Richtung. Ich muss das Eierrätsel lösen. Okay. Oder auch nicht. Ich muss jetzt erstmal da hinten hin. Aber das mit den Eiern muss ich trotzdem irgendwann noch machen, glaube ich. Also irgendwas ist da mit Sicherheit noch versteckt. Da brauche ich einen Pari. Ich habe heute gar keine Lust zu arbeiten. Ich würde jetzt viel lieber hier mich weiter um Lego kümmern. Ach so, das war nur ein goldener Stein, an den der Pachi gerade nicht rankommt. So. Hier kann Dr. Grant was ausgraben. Ein Ei. Okay. Das erste Ei. Wo war denn jetzt das Eierrätsel? Ich folge mal unauffällig diesem Pfeil hier. Das war da drüben. Ach, da sehe ich schon wieder so viel, was ich da noch erledigen muss. Wie komme ich denn da jetzt hin? Muss ich da jetzt jedes Mal diesen ganzen Weg da laufen? Nee, oder? Da gibt es bestimmt noch eine andere Möglichkeit, da jetzt schnell hinzukommen. Ja, ich könnte auch einfach nur darüber laufen. Okay, da habe ich eine Raptorwolke gehabt gerade. Das violette Ei, das gehört da hinten hin. Also ich hoffe, dass ich nur von jeder Sorte eins finde. Eins von drei. Aber hoffentlich insgesamt, genau. Und nicht von jeder Sorte drei. Gut. Wir wechseln auf unseren lieben Raptor, auf unsere Echo. Und schnüffeln uns. Wahrscheinlich ist das nächste Ei frei. Da erwischt sie wieder die Wolke nicht richtig jetzt. Meine Güte, wie weit ist denn das? Oh, da ist noch ein Dino-Häufchen. Ein goldener Stein, okay. Dino-Häufchen machen wir nachher. Ich will erst das Eierrätsel lösen. Wo sind die anderen Eier? Wir hauen jetzt erstmal hier alles kaputt. Vielleicht finden wir dann was. Okay, das Flugzeug kann ich nicht kaputt hauen. Hier kann Dr. Grant wohl was ausgraben, oder? Nee, kann er nicht. Sah jetzt eigentlich so aus. Also zwei Eier brauche ich noch. Diese blöden Eier, egal welche Art das Rätsel ist, die sind immer ganz gut versteckt, habe ich festgestellt. So viel weiter weg können sie jetzt eigentlich gar nicht mehr sein. Wir haben schon wieder über eine halbe Million. Also, oh, das geht jetzt richtig schön schnell. Wenn ich überlege, wie lange wir vorhin gebraucht hätten. Okay, wir hätten nur halb so lange gebraucht, wenn ich das aktiviert hätte. Wo sind die anderen Eier? Sind die vielleicht doch weiter da hinten? Nee, glaube ich nicht. Also eins ist bestimmt wieder irgendwo oben. Ich muss bestimmt wieder irgendwo raufklettern.
Dieser Pfeil da, dieser blaue, der ist noch von dem goldenen Stein von vorhin. Ich habe den Cursor noch nicht neu gesetzt. Ah, ich habe gerade eine Zielscheibe gesehen. Okay, immerhin. Ich bin da jetzt nur bedingt glücklich, weil ich noch keine Ahnung habe, wo dann das zweite sein soll. Und ich weiß ja noch nicht mal, ob diese Zielscheibe mich wirklich zu einem Ei führt. Schauen wir mal. Doch, ja, zu einem blauen. Wo ist das jetzt hingefallen? Da. Das gehört dahin. Okay, und jetzt brauche ich noch ein orangefarbenes Ei. Es war jetzt doch hier ein Stückchen weiter weg. Vielleicht habe ich das unterschätzt. Da muss ich die Gegend doch ein bisschen weitläufiger absuchen. Aber das hier ist jetzt schon wieder ein anderer Bereich. Wo ist das Ei? Wo ist das Ei? Ich komme mir wirklich vor wie an Ostern. Ich weiß, das war ein Spruch, den ein Charakter in einer der letzten Folgen gebracht hat, als ich auch schon mal auf Eiersuche war. Waren wir hier schon? Ja, ja, das ist der Bereich, wo wir jetzt gerade sind. Ja, da bin ich jetzt auch schon fünfmal hintergelaufen, ich weiß. Die Stats, die tauchen auch immer wieder auf. Anscheinend immer, wenn ich das Gebiet verlasse und im nächsten lande und dann wieder zurückgehe, dann sind die wieder da. Kann ich vielleicht die anderen Eier, die anderen Nester kaputt machen? Nee, kann ich nicht. Vielleicht doch in dem Häufchen. Ich probiere das mal. Ich hüpfe mal in den Haufen rein. Und guck mal, vielleicht gräbt uns Dr. Settler ja doch noch ein Ei aus. So rum. Tatsächlich tut sie. Ja, sehr schön. Ich dachte, das gehört zu dem Bereich da unten, aber anscheinend nicht. Gut. Schwupp, und es gibt bestimmt ein goldenes Steinchen. Jawohl. So, dann ist der Bereich fertig. Jawohl. Sehr schön. Dann müssen wir jetzt nur noch den oberen hier machen und dann haben wir die Isla Sorna abgeschlossen. Oh, das ist ja super. Gut, dann mal los. Ab nach unten. Da sehe ich zumindest schon mal eine Menge zu tun. Aber ich möchte dann trotzdem als eine der ersten Maßnahmen überhaupt den Infopunkt finden, damit ich sehe... Ja, da jammert schon wieder jemand. Hier brauche ich wieder... Da brauche ich dann einen großen Brüll... nicht Brüll-Dino, einen großen Dino auf jeden Fall. Das heißt, ich brauche einen Dino-Porter. Ein roter Stein, drei goldene, ein Arbeiter in Gefahr. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Ich markiere jetzt mal kurz den roten Stein, damit ich irgendwas markiert habe. So, dann schauen wir uns jetzt hier mal um. Also ich brauche einen Dino-Porter irgendeiner Art, um diesen großen Hebel, diesen einen Dino-Hebel zu bedienen. Das war nämlich kein Raptorenhebel. Jetzt bin ich hier schon wieder zu weit weg. Da ist ja der Dino-Porter. Ich bin doch blind, wirklich wahr. Okay, dann holen wir uns mal was Schönes, Großes. Und zwar den T-Rex. Weil ja der Indominus Rex, ich weiß jetzt gar nicht, konnte der brüllen oder... Doch, konnte er. Der konnte sich brüllen und tarnen. Aber nee, er muss ja gar nicht brüllen. Er muss jetzt einfach nur Kraft haben im Moment. Nein, 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 nein. Nee. Du sollst nicht den Hebel anschreien. Du sollst den Hebel festhalten.
So, bitte. Oh, und jetzt werde ich hier gerade von Raptoren-Skeletten oder sowas ähnlichem angegriffen. Ich sehe jetzt gerade gar nicht so wirklich, was ich tue. Ich hau die jetzt einfach mal kaputt, weil der Countdown läuft. Ich brauche 10 anscheinend, die ich da besiegen muss. Sollte nicht allzu schwierig sein. Ja, hab schon... Da sind die 10. Okay. Goldener Stein. Werde ich jetzt irgendwie meinen T-Rex eigentlich wieder los? Weil der stört mich ehrlich gesagt ein bisschen, wenn der mir jetzt hier im Weg rumläuft. Ich versuche mal kurz... Oh, kann der springen, der T-Rex? Nee. Aber da oben an der... an dem Seil oder an der Liane war auf jeden Fall ein goldener Stein. Ich habe jetzt gerade versucht, mit dem T-Rex das Gebiet zu verlassen. In der Hoffnung, dass er sich dann auflöst, weil wie gesagt, er stört mich etwas. Ja gut. Weil wenn der jetzt immer hinter uns her dackelt, das ist jetzt nicht so lustig. Wir tun jetzt erstmal so, als wäre er gar nicht da. Vielleicht haut er ja irgendwann von alleine ab. Oder ich kriege das mit der Kamera so hin, dass er uns nicht ständig im Weg ist. Erstmal hüpfen wir rein. Ich erinnere mich an den goldenen Stein oben an der Liane. Den holen wir uns auch gleich noch. Was gibt das denn alles? Oh, ich sehe gerade rechts von uns einen roten Stein. Das hier war ein goldener. Wie komme ich jetzt an den ran? Wie komme ich denn da rein? Da muss ich durchkriechen. Muss ich dann Kompi reinschicken oder so? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Oh, mein Timer sagt, die Zeit ist um. So, Entschuldigung. Ja, also ganz hätten wir jetzt das sowieso nicht mehr geschafft hier. Ich versuche noch mal kurz, ob ich da rein kann mit dem Kompi. Nee, anscheinend nicht. Jetzt bin ich irritiert. Hä? Oder kann ich hier rein? Nee, auch nicht. Wie komme ich denn an den roten Stein ran? Hier unten vielleicht? Oder hätte ich das vielleicht mit dem T-Rex kaputt stampfen müssen? Jetzt ist er natürlich weg übrigens, ja. Egal. Ich hole mir jetzt erstmal kurz unseren goldenen Stein. Halt, da brauche ich Dr. Sadler. Ich werde die Folge auch gleich beenden. Wie gesagt, ganz schaffen wir es jetzt sowieso nicht mit der Isla Sauna, fürchte ich. Aber einen kleinen Moment gönne ich mir noch. So. Und drüber. Yay. Den hätten wir. Den roten will ich auf jeden Fall noch, aber ich weiß nicht, wie ich den kriegen soll. Also ein Kompi schon mal nicht. Vielleicht hätte ich da doch mit dem T-Rex drüber stampfen müssen, damit das Ganze zu Bruch geht. Soll ich das nochmal schnell versuchen? Also ich glaube, wenn ich dann von dem T-Rex wieder auf einen anderen Charakter wechsle, dann verschwindet er. Was ist das denn hier? Dieses Tor, das irritiert mich auch. Da oben ist... Achso, die Kletterwand, die brauche ich, um da wieder hochzukommen. Hm. Ich hole mal kurz den T-Rex. Oder vielleicht den Apatosaurus? Ich hole jetzt den Indominus Rex. Der macht ja auch schon was kaputt. Was passiert jetzt, wenn ich mit dem da drüber laufe? Nichts. Und wenn der jetzt brüllt, passiert auch nichts. Der macht zwar alles Mögliche kaputt, aber nicht das, was er soll. Okay. Also kaputt kriege ich die wohl nicht. Ich versuche jetzt mal mit dem Kompi hier durchzurennen. Aber... Okay, ich kann mit dem Kompi hier rein. Das bringt mir jetzt aber auch nichts, außer dass ich nichts mehr sehe, weil sich die Kameraeinstellung festbackt. Sehr merkwürdig.
Wie komme ich an diesen blöden... Er kann hier nicht durch. Er kann jetzt gerade gar nichts mehr. Der hängt jetzt total fest. Okay. Wie komme ich an den ran? Das ist mir jetzt wirklich ein Rätsel. Ein ziemliches... Oh, ich kann hier noch nach oben in diese Höhle rein. Das mache ich auf jeden Fall noch schnell. Wenn ich da nicht schon mal drin war, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Und dann werfen wir einen Blick auf die Karte, was uns noch fehlt. Also der rote Stein ja auf jeden Fall. Aber was sonst noch, das weiß ich nicht. Hier ist noch ein goldener. Ich glaube, das war es dann auch, ne? Uns fehlt nur noch der eine drecksverfluchte rote Stein und dann hätten wir das fertig. Die Isla Sauna. Ach, verdammt. Wie komme ich an den ran? Ich hätte jetzt gesagt, dass das was hiermit zu tun hat, weil ich kann dieses Teil nicht kaputt hauen. Nash. Ja. Nash hat ja auch kein gutes Ende genommen. Ich kann da zwar mit dem Kompi reinlaufen, aber das, da bin ich dann in der Sackgasse. Ist hier in der Nähe irgendetwas, was ich noch benutzen kann? Also da war ja einfach nur ein goldener Stein drin. Glaube ich, oder? Mein Kompi hat sich wieder befreit. Nee, mit dem kann ich da auch nicht rein. Ist hier oben irgendwas, was ich anschießen kann oder so? Wie kriege ich das kaputt? Ich verstehe das nicht. Das ist ganz merkwürdig dargestellt. Also entweder so, als müsste ich mit dem Kompi da rein, was aber nicht geht. Oder als müsste ich es kaputt treten, was ich jetzt auch nicht kann. Und ich will den aber haben. Ich brauche den ja auch für meine 100%. Ich bin ratlos. Ich habe jetzt gerade wirklich keine Ahnung, was ich da machen muss. Ich werde jetzt aber den Part beenden. Und, ja. Und vielleicht gucke ich das sogar nach, diese Kleinigkeit. Und bei der Gelegenheit auch gleich, wie ich das eine Rennen schaffen kann, das uns noch fehlt. Muss ich mal schauen, weil dann brauchen wir nur noch Jurassic World und hätten dann einen Open-World-Modus soweit fertig. Bis auf die Level natürlich und alles, was wir da noch einsammeln müssen. Als da wären Bernsteine, Mini-Kits, Stats natürlich, den wahren Überlebenden, der ja auch nochmal jeweils einen goldenen Stein gibt. Also, ich mache mich da mal, glaube ich, wirklich schlau, damit wir hier nicht auch noch mehr Folgen haben, als ohnehin schon nötig, mit so sinnloser Suche. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.